Ich brauche auf die Schnelle einen Hexen-Halloween-Rock für ein Mädchen. Hab hier zwei verschiedene Tüllfarben, einmal schwarz, einmal lila. Ich glaube, das kommt irgendwie bläulich in der Kamera rüber. Und dann habe ich hier einen recht dünnen Baumwollstoff in schwarz. Ich habe 50 cm gekauft und werde jetzt einfach am Rand, habe das jetzt hier so doppelt liegen lassen. Also das heißt, die Breite sind 50 cm und werde jetzt hier 40 cm abschneiden. So, das hier wird meine Unterkante sein. Das dient quasi als Unterrock. Und jetzt werde ich einfach eine Seite hier zunähen und kurz versäumen. Und dann kann ich parallel eigentlich schon die Streifen vom Tüll vorbereiten. Das hier sind 40 cm. Dann werde ich ungefähr 55 cm Länge machen und die ein bisschen spitz zuschneiden, die dann auf diesen Unterrock genäht werden. Und ich nehme jetzt hier diese untere, die eigentliche Seitennaht quasi als untere Naht. Die brauche ich dann nicht irgendwie weiter noch säubern. Und jetzt beginne ich einfach, indem ich diese Streifen hier oben anlege. Also ich hatte die ja vorhin dann einfach noch ein bisschen spitz zugeschnitten. Und jetzt wechsle ich das so ein bisschen ab, dass ich jetzt also schwarz und lila hier hinlege. Darf auch ruhig mal irgendwie doppelt sein. Und stecke das dann ab. So stecke ich das jetzt ab. Werde also komplett hier natürlich weitermachen. Und nachher nähe ich zwei Nähte. Erstmal hier oben eine Naht, dann hier unten eine Naht. Damit es also 4 cm tiefer auch nochmal fixiert ist. Und dann werde ich die Seitennähte zusammennähen. Und dann einen Schlauch hier oben machen, sodass dann der Gummizug hier rein kann. Ich mache jetzt hier einfach weiter, stecke also die Streifen vom Tüll hier fest und werde es dann an der Nähmaschine nähen. Also die ganzen Streifen habe ich jetzt hier dran genäht. Jetzt lege ich den Rock falsch rum, um diese Seitennaht zu nähen und werde da nur aufpassen, dass ich nicht irgendwas vom Tüll mit festnähe. Also stecke das jetzt hier ab. Kann es auch klammern, geht auch ganz gut. Und wenn man das Ganze vielleicht einfach mehr Ballerina-mäßig haben möchte, ich denke mal, es sieht auch gut aus, wenn man das mit Weiß oder Rosa und entsprechend hellem Pastelltüll macht. Da kann man bestimmt auch ein ganz nettes Tüll machen. Einfach ein kürzeres Unterröckchen. Da muss das jetzt nicht die Halloween-Hexen-Variante sein. So, also hier nähe ich jetzt dies zu. Hier oben beginnend. Und passe nur auf, dass ich den Tüll jetzt nicht festnähe. Hier werde ich also als erstes die Seitennaht nähen. Und wenn ich damit fertig bin, werde ich komplett hier oben das umklappen.
abstecken, damit ich einen ca. 2 cm breiten Schlauch hier oben bilde und da dann das Gummiband durchziehen kann. Und darf es natürlich nicht komplett schließen. An irgendeiner Stelle lasse ich ein paar Zentimeter Öffnung, damit ich das mit einer Sicherheitsnadel bequem durchziehen kann. Den Schlauch habe ich jetzt hier zugenäht und hier ist eine Öffnung von ca. 5 cm, damit ich hier das Gummiband durchziehen kann. Da habe ich jetzt einfach abgemessen, was im Moment passend ist und nochmal ca. 3 cm dazu addiert, damit man das zusammennähen kann. Und jetzt setze ich das einfach so auf eine Sicherheitsnadel und ziehe das einmal komplett durch.